Der Weihnachtsmarkt in Michelstadt im Odenwald. Idylle, Glühwein, 3G. Nur Geimpfte, Genesene, Getestete dürfen hier rein. Ein paar Meter entfernt dieses kleine Grüppchen. Sind Sie der 0G-Weihnachtsmarkt? Wir sind der 0G-Weihnachtsmarkt. Es sind explizit auch Ungeimpfte willkommen, ja. Sie versuchen, ihren eigenen Weihnachtsmarkt zu machen. Heute ein bisschen kleiner als sonst. 6 Menschen, es regnet. Vor einer Woche, erzählen Sie uns, waren es mehr als 50. Können Sie das mit gutem Gewissen hier vertreten, sich auch mit 50 Leuten hier zu treffen? 50, gerne 100, ja. Richtig. Trotz steigender Zahlen, trotz steigender Intensiv? Richtig. Ja gut, es ist ja streitbar. Ne? Also habe ich meinen Zweifel dran. Woran? Ja, dass die Inzidenzen jetzt bei wie viel? Im Moment bei über 530. Bei über 500, ja okay. Also ist nicht so mein Eindruck, wenn ich hier mein Leben normal führe eigentlich, ne? Dass jetzt hier Not am Mann ist. Eine eigene Realität, eine eigene Welt. Wie gespalten ist Deutschland? In diesem Film wollen wir dieser Frage nachgehen, die aktuell auch die Politik beherrscht. Eine Debatte, zu der sich der neue Bundeskanzler schon geäußert hat. Deutschland ist nicht gespalten. Es gefällt mir nicht, dass eine solche Diskussion in diesem Land stattfindet. Ist das so? Bei der Recherche finden wir Hinweise, die auf das Gegenteil hindeuten. Portale für alle Lebensbereiche, fast wie eine Parallelgesellschaft. Zum Beispiel mit Jobbörsen. Mit Arbeitgebern, die ganz gezielt nach ungeimpften Mitarbeitern suchen. Sogar Physiotherapiepraxen finden wir. Körpernahe Dienstleistungen ohne Impfung? Kann das wirklich sein? Wir geben uns als ungeimpfter Physiotherapeut aus. Werden per Mail zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Alles kein Problem. Mehrere Mitarbeiter sind ebenfalls nicht geimpft. Wir fragen bei der Praxis nach, erhalten diese erstaunliche Antwort. Ich kenne keine wissenschaftliche Studie, die zur Schlussfolgerung kommt, dass Ungeimpfte das Coronavirus schneller, leichter, intensiver, umfangreicher oder wie auch immer als Geimpfte übertragen können. Wir sind auf der Intensivstation im Klinikum Darmstadt. Hier liegen aktuell 13 schwerkranke Covid-Fälle. Dieser Patient wird zwar künstlich beatmet, der Sauerstoff aber reicht trotzdem nicht. Es sieht nicht gut aus für ihn. Ratlosigkeit. Waren wir gut, ne? Aber das PO2 ist der Wahnsinn. Nichts mehr zu machen. Er ist geimpft, doch die Impfung konnte ihn nicht ausreichend schützen. Das Abgrenzen geht mittlerweile viel weiter. Dating-Plattformen für Ungeimpfte, die im Netz mit provokanten Sprüchen werben. Dein Booster, meine Küsse. Keinen Bock mehr darauf, fremdgesteuerte Zombies zu daten? Kein Sex mit den Geimpften. Mehr als 4000 Menschen haben sich nach Angaben des Portals hier schon angemeldet. Das uns mitteilt, man fordere niemanden auf, sich von Geimpften fernzuhalten. Der Sozialpsychologe widerspricht. All das trage zu einer Spaltung bei, über die der neue Bundeskanzler, wie gesagt, nicht reden will. Im Kampf gegen die Pandemie auf die alten Rezepte setzt, harte Regeln, 3G, 2G, Impfpflicht. Die Folge der Parallelgesellschaft, Menschen, die sich nicht nur abschotten, sondern immer weiter radikalisieren, gegen den Staat. Ich sehe das Risiko, dass auch wenn Corona hoffentlich irgendwann mal vorbei ist, eine kleine Splittergruppe sich in diesem Abseits weiter aufhalten wird. Die werden andere Themen finden, warum sie sich in Gegnerschaft zum Staat befinden. Und das beinhaltet die gewaltige Gefahr, dass hier auch Gewalt entsteht. Eine düstere Prognose. Die Spaltung unserer Gesellschaft könnte also bleiben. Dabei ist die Situation jetzt schon fast unerträglich.